Was war das für ein Kampf hier bei Expeditions Viking? Wir haben mit Aslife, Olli gegen Aslife, gekämpft um den Chefposten hier. Als Ober-Olli dieses Wikingerdorfes hier. Und wir haben gesiegt. Okay, nicht ganz mit fairen Mitteln. Wir haben ihm auch Gift verabreicht, unserem Kontrahenten. Wir haben ihn in ein Netz reingelockt. Aber wir haben ihn trotzdem in die Knie zwingen können. Drei Möglichkeiten, die wir am Ende der letzten Folge hatten, wie wir hier weitermachen könnten. Möglichkeit Nummer eins. Wir können sagen, wir stellen dich in unsere Dienste. Vorteil, wir haben einen Kämpfer mehr bei künftigen Schlachten. Nachteil, er ist vielleicht nachtragend, weil wir ihn ausgetrickst haben. Möglichkeit Nummer zwei. Wir sagen, wir schicken dich weg. Raus aus unserem Clan. Nachteil, es kann sein, wenn er ins Exil geschickt wird, dass er irgendwann wieder auftaucht in irgendeiner anderen Situation, bei irgendeinem anderen Kampf und sich uns in den Weg stellt. Möglichkeit Nummer drei, wir sagen das, wo vielleicht das blutige Herz von Olli, dem anderen Olli, Doc Raiden, am meisten für steckt. Ja, erstmal hallo an Strategotorium, an euch Wikinger da draußen. Ich bin noch unsicher, ob ich den Zuschauern erzählen soll, wie wir hier gefightet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um die richtige Wahl. Und ja, ich bin tatsächlich eher für den Tod, für die niederträchtige Exekution gewesen. WB, auch wenn er Schweine gerne schlachten wollen würde, tendiert dann, glaube ich, doch eher zu etwas anderem, oder? Wir nehmen ihn mal in unsere Dienste. Jeder Kämpfer ist gut und wenn wir Pech haben und er macht irgendwelche Intrigen gegen uns, wir wissen ja, wo das Gift verpackt ist. Wir können jederzeit ihn wieder exekutieren. Wir nehmen ihn erstmal mit. Gut, dann soll es so sein. Ja, eine ungewöhnliche Mixtur aus Trauer und Wehmut. Große Ehre hätten wir ihm erwiesen, dass wir so Gnade walten lassen und er schwört irgendwelche heiligen Eide und okay, alles bestens, Olli, wir werden dir immer führen und immer folgen und dir immer vertrauen und alles ist bestens. Kittil, so will ich das hören. Kittil, den ich nicht so mag, klick ihn gleich weg, aber er sagt zumindest, Entschuldigung, ja, dass er ganz froh ist. Genau. Kittil kommt um die Ecke und schleimt uns ein wenig an. Du sagst es, ein Schleimer, ich mag ihn nicht. Nivia sagt, na, ist nun mal gut gegangen und er ist froh, dass wir jetzt jemand an unserer Seite haben. Ja, dann soll es so sein, wie gesagt. Er ist wieder bei uns, in unserem Team, im Team WB. Eine Anspielung. Okay. Nein, eine ganz kleine nur. Wir laufen, achso, gibt es irgendwo was wir aufnehmen? Also wenn wir hier drauf klicken, dann rudern wir wieder zurück. Gibt es irgendwas hier auf der Karte noch zu entdecken? Irgendwelche netten Kleinigkeiten? Ja, du hattest ja schon am Anfang dieses unverschämte Glück und uns dieses Kettenhemd beschert. Ja. Gibt es irgendwelche schönen kleinen Dinge? Also die Insel ist nicht allzu groß. Gespräche könnten wir führen. Wohin rennen wir denn hier? Irgendwas, was wirst du angeklickt haben. Alle Personen stehen auf einem Haufen jetzt, übereinander gelegt in der Ecke. Zur Erinnerung, das ist ein Preview-Bild, das ist Beta und wir können gar nichts mehr ziehen und können unsere Einheiten gar nicht mehr bewegen. Ja, toi, 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 dass das gut geht. Toi, toi, toi. Ach, sonst klick einfach unten auf das Boot, das uns wieder zurückführt. Das sollte auf alle Fälle funktionieren, ja. Das hat geklappt. Ich hatte ja eingangs gesagt, in der Welt der Wikinger, hatte ich in einer früheren Folge erklärt, gibt es auch Magie und magische Effekte, weil die ganze Welt aufgeladen ist mit Geheimnissen. Ein Geheimnis habt ihr gerade entdeckt. Mitunter können Figuren zu einer einzigen verschmelzen. Und nur die Anbetung eines Bootes führt uns zurück in die Heimat. Zurück in unserem Dorf. Wir werden ein bisschen gefeiert. Ja. Nachvollziehbar. Und Nefja fragt, nu, wie geht's nun weiter? Aslife, der jetzt in unserem Team, im Team WB, sein im Dasein Team fristet. Ist. Ja. Okay. Ah ja, ein neuer Scherge scheint sich anzukündigen. Erlingr Torgilsson, um Gottes Willen. Der scheint sich auch Ambitionen zu machen über uns, über unsere Herrschaft, über unser Dorf. Und Asfir meint, solange dieser Herr hier sein Unwesen treibt, wird er immer eine mögliche Bedrohung sein.
Wir sollten uns um ihn kümmern. Dann werden wir uns mal der Sache annehmen. Tun wir das. Neue Aufforderung, Cleaning House ist unsere neue Quest. Das heißt, wir sollen Thor Gilslons Farm aufsuchen. Das würde bedeuten, wir haben nichts Neues bekommen. Wie sieht es mit unseren Punkten aus? 14 hätten wir zur Verfügung, links stehend. 15 bräuchten wir für das aktuelle Upgrade hier, was unsere Axtkünste anbelangt. Messer, wir kämpfen nicht mit Messer. Vielleicht wollen wir in den Bogen oder nochmal in die passiven Kräfte. In den Bogen investieren, warum nicht? Ja, doch, klar. Bogen wäre das zweite Symbol links hier. Der ist noch jungfräulich. Ja, lass uns da doch eine Stufe. Da haben wir eine Spezialfähigkeit. Wir haben ein bisschen mehr Damage dazu bekommen. Ja, um 4. Jetzt haben wir noch 8 Punkte. 9. Können wir auch ansparen. Könnten wir ansparen, genau. Oder ja, hier nochmal für diese passiven Fähigkeiten. Wundert euch nicht, WB und ich ticken da gleich. Also wir investieren entweder nur in unsere pure Brachialkraft oder eben in die passiven Fähigkeiten. Die anderen drei Reiter wären natürlich auch möglich, die ihr dort findet. Aber das dürft ihr dann selber entscheiden, solltet ihr das Spiel spielen. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen ab und investieren lieber demnächst nochmal in einen besseren Bogen oder was auch immer. Okay, dann lass... Die anderen hier? Ja. Die haben auch ihre eigenen Punkte. Richtig, und das hatten wir vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass der große Unterschied zum Vorgänger. Hier skillt sich jeder Charakter individuell auf und hier wird nicht aus einem großen Pool das sogenannte A-Team gebildet. Mhm. Also... Sie hat als Waffe einen Stab, den finde ich hier gar nicht. Am ehesten käme dem noch entgegen ein Speer, aber das ist nicht dasselbe. Hier, die beiden sind noch geblockt, sind noch nicht da. Sie hatte doch einen Stab, oder war das ein Speer? Mhm, das war ein Kampfstab. Ein Kampfstab, ja. Also, den kann ich hier noch nicht finden. War das nicht dort, wo du drauf warst, hier? Hier, das, meinst du, das ist ein Speer? Ja, ich denke, das war der. Da hat sie auch diese Double-Jab-Möglichkeit, die war zum Beispiel... Doch, ah, ja. Sie hat ja auch diese Fähigkeit. Ja, genau. Dann lass uns den aufwerten. Was haben wir da jetzt für eine Fähigkeit? Ja, was ist das für eine Fähigkeit? Neue das Fähigkeit ist hier. Dass wir sogar über 3 Felder hinweg den Feind angreifen können, mit ein bisschen weniger Schaden dann. Trotzdem eine coole Sache. Wir haben immer noch 6 Punkte und können die vielleicht so für so Sachen investieren, wie mehr Trefferpunkte oder was auch immer. Ja. Hier Schadensreduzierung anklicken und dann unten oder so, ja. Upgrade. Jetzt hat sie noch 3 Punkte. Was wäre das? Healen ist auch immer gut. Heilfähigkeiten. Wunderbar. Dann haben wir noch den Kollegen hier, Asnifer. Der hatte ein Schwert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hat nicht so viele Trefferpunkte, nicht so viele Erfahrungspunkte. Was könnte ein Schwert sein? Ist es die Axt hier auf der linken Seite? Ganz rechts, neben der Faust. Ja. Das ist es, ein Schwert. Wenn wir das einmal verbessern würden, können wir nicht. Brauchen wir 15, 11 haben wir. Der ist schon ein ganz guter Schwertkämpfer. Mhm. Dann stattdessen vielleicht die Geschichten, auf die wir eben auch schon geklickt hatten. Wie zum Beispiel. Kritische Trefferchance erhöhen. Dann, was war denn das ganz links in der Mitte? Nochmal, eins drunter, links drunter, diese Zielscheibe, das war für die Rüstung, okay. Mhm. Ja, das alles gut, da haben wir echt die 10 Qual der Wahl. Mehr. Ja. Im Prinzip, für uns ist es nicht so interessant, wir sind so gut in unseren Kampfkünsten, wir bräuchten das gar nicht. Was hat Kittil für eine Waffe, kannst du dich erinnern? Kittil. Nee, Kittil, aber da ist beides, da ist Bogen und die Faust, dann lass uns lieber den Bogenschütze, ne? Ja, genau. Ja. Ist ein Bogenschütze. Da reicht, ja, kriegen wir hin. Jetzt hat er noch 3. Und auch da geben wir ihm dann vielleicht, dass er schneller heilt. Oder extra Hitpoints war das. Jetzt hat er das mal. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und wieder raus. So und, können. Dann lass uns doch. Unsere Kumpels laufen mit uns. Mhm.
Ja, Richtung Farm laufen, wenn du jetzt nochmal auf die Übersichtsmap gehst, also hier in unser User Interface oder so, genau, du bist schon drauf, das wäre das sogenannte Schnellreisemenü, wenn ich das so sagen darf, das uns in die Oberwelt bringt. Wenn du da dann draufklickst, dann sehen wir eine Map, die wir so noch nicht kannten und kriegen einen Einblick in die Größe der Spielwelt. Wow. Ja, und die ist schon groß. Du kannst zum Beispiel auch nach unten scrollen. Und wow. Gibt es doch einiges noch zu erkunden und zu sehen. Und das ist tatsächlich Dänemark. Ja, denn ein hervorragendes Stichwort, das Entwicklungsstudio kommt ja aus Dänemark. Das sind dänische Entwickler, ein kleines, feines Indie-Studio, das auf den Namen Logic Artists hört. Genau. Und die haben natürlich dann auch Dänemark als Schauplatz der Wikinger-Abenteuer. Hier unten geht es nach Deutschland, nach Schleswig und Holstein. Sylt ist unschwer zu entdecken. Und hier oben im Norden Dänemarks, hier finden unsere Abenteuer im Moment statt. Und dazu ertönt nur ein rätselhaftes Geräusch. Das ist meine ultralaute Maus, über die sich schon so viele Zuschauer beschwert haben, was bei mir Trotzgefühle auslöst. Diese Maus brauche ich einfach. Ja. Im Ernst, die liebe ich über alle Maßen. Hier gibt es die verschiedenen Ziele. Das ist Erlingers Farm. Da klicken wir jetzt mal drauf. Genau, dort laufen wir hin. Wir sehen dort auch, lass uns das noch schnell erklären, dieses Camp-Symbol auf der rechten Seite. Dort, genau, dort könnten wir auch hin. Wir sehen dort, das ist unter einem hohen Sicherheitsfaktor, heißt nichts anderes, stark bevölkert, viele, viele Feinde. Dort momentan hinzugehen, wahrscheinlich weniger klug. Das ist auch ein spezielles Kampffeature, da kann man sich dann aufleveln und noch schöne, schöne Dinge finden. Ist schon voll implementiert in dieses Preview-Bild, aber das lassen wir auch euch erkunden. Was ich persönlich total hübsch finde, ist die ausgefallene Gestaltung dieser Karte. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Scheint wie auf Stoff gedruckt zu sein oder gemalt zu sein. Bemalter Stoff. Ihr seht das feine Stoffmuster im Hintergrund. Darunter bewegen wir uns. Und trotzdem schneit es auf das. Das sieht echt sehr, sehr süß aus. Sehr, sehr süß. Und wir werden, so viel sei schon mal gespoilert, ohne zu spoilern, ihr werdet euch nicht nur in Dänemark aufhalten. Gehen wir rein mit Ihnen auf die Farm, nehmen alle mit und mal schauen, wer uns da erwartet und welche Abenteuer. Spannung. Ein anderes Hintergrundbild. Ist das die Farm, auf die wir hier zusteuern? Aber da scheint sehr viel los zu sein. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier... Ah, okay. Also, wir steigen von unseren Pferden ab, frei übersetzt. Wir sehen irgendwo in der Ferne Rauch und wollen uns jetzt erst einmal zurechtfinden. Niemand scheint unsere Ankunft bemerkt zu haben. Auch Kettil sieht das so. Was sagt Nefja? Sie meint, hier gibt es tatsächlich, könnte es schon Widerstand geben, aber der ist wohl eher weniger aggressiv und stark bewaffnet. Und Kettil, den ich als unsympathischen Zeitgenossen empfand, macht jetzt sogar einen ganz guten Vorschlag. Er meint, wir könnten doch um das Haus herumschleichen und sozusagen durch die Hintertür kommen. Klingt gut. Überraschung. Das heißt, er ist tatsächlich spezialisiert für Gehässigkeit und für Durchtriebenheit. Da wird er uns beiden gleich ein bisschen sympathischer. Ja, passt er doch ganz gut zu uns. Ja, in der Tat. Nefja ist sich nicht ganz sicher, ob wir die Leute gleich umbringen sollen. Tja, sie meint, oder zumindest das gefällt mir ganz gut, die mittlere Variante, räucher sie aus. Sie mag das. Klingt gut. Ja, sehr schön. Und was meint Arslife, unser ehemaliger Kontrahent? Ja, er will da hier einen Schlag in die Magengrube vollführen. Okay, wir sollen
Cleaning das Haus. Wir sollen das Haus, wo immer es auch sein mag. Ah, wir sehen hier ein neues Feature, hatten wir bislang noch nicht, so eine Art Fog of War. Wir müssen dieses Eiland oder zumindest diesen Ort hier erst erkunden, wissen noch gar nicht, wo da scheint sich das Haus zu befinden. Also wollen wir jetzt außen rum gehen oder frontal? Ich bin für außen rum. Das heißt, dafür erstmal den Kartenrand ablaufen, ob uns da noch irgendein Vorteil vielleicht kommt. Hier geht noch ein anderer Weg ab. Da geht wieder WBs Sammlerlust mit ihm durch und die Hoffnung auf ein erneut vielleicht noch besseres Kettenhemd. Na, hier hört die Karte schon auf. Hier ist eine Farm. Ja, den sollten wir vielleicht nicht ansprechen. Kommen wir da außen rum. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir können hier wirklich ganz außen rumlaufen. Was haben wir da? Eine Leiche. Wie hübsch. Ein Skelett. Okay, also hier scheint schon etwas stattgefunden zu haben. Jetzt sind wir auf alle Fälle rund ums Haus und könnten... Oh. Ah, diverse Ressourcen, die wir alle mitnehmen. WBs Finderglück hat zugeschlagen. Da kommt schon das Pech dazu. Kommt mein Glück schon, kommt schon Pech dazu. Ja, aber unsere Leiste dort rechts. Guck mal da. Wo? Was ich hab's da. Ah, was ist das? Kräuter? Ich weiß es nicht. Eine Pflanze. Können wir die ernten? Scheint so. Ja, drei Kräuter haben wir dazu bekommen. Das hat bestimmt was mit Heilen zu tun, könnte ich mir vorstellen. Aha. Immer erst alles erkunden. Schau mal in unser Inventar, ob wir die Kräuter verwenden können. Nein, okay, dann waren die für das Crafting-System, das im Spiel noch nicht implementiert ist. Also in dieser Preview-Version. Ich laufe erstmal den Rand der Karte ab. Mhm. Mal gucken, was uns der Buchstabe M bringt auf der Tastatur. M wie Map. Tatsächlich, es funktioniert. Ja. Sind wir hier unten angekommen. Wir rennen weiter den Rand der uns bekannten Welt entlang. Da soll noch jemand sagen, die Erde sei rund. Was gibt es hier? Aha. Ein altes Farmhaus. Okay. Ja, also Ellingdir hat sich wohl nicht drum gekümmert und hat das Ding ja, verfallen lassen. Er hat jetzt ein neues Haus. Mhm. Hier können wir was mitnehmen? Nichts da. Nichts da. Einmal durch den Wald gerannt. WB, der Erkunder. Mal gucken, was wir hier noch finden. Achtung. Da brennt etwas, ein Feuer. Oder raucht nur noch. War das der Rauch, von dem sie sprach? Ja, wissen es noch nicht. Wir rennen mal hier weiter lang. Folgen dem Weg, vorsichtig. Aber ganz vorsichtig. Hier sind nochmal Kräuter. Aha. Nochmal Kräuter dazu bekommen. Ja. Gibt's hier irgendwas? Dort steht wieder jemand, den sollten wir vielleicht nicht ansprechen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil er steht weit weg vom Haus. Also gut, dann riskier's. Auf die Gefahr hin, dass wir entdeckt werden. Okay. Er hört uns nähern, klar, wir haben ihn ja auch angesprochen. Er hebt die Augenbrauen. Er ist ein Gefolgsmann von unserem Feind. Ja, und er sagt, er glaubt nicht, dass wir zu ihm wollen, sondern zu seinem Master, zu seinem Chef im Haus. Und er sagt, ja, das ist richtig, denn er hat uns ja richtig erkannt. Wir sind der neue Theng, das neue Oberhaupt des Clans. So, wir sind also des alten Mannes Sohn. Ja, das sind wir. Also der Vater von uns, der verstorben ist. Wie viel Widerstand können wir erwarten? Wir fragen ihn erstmal, was er hier draußen macht. Mhm. Oh, kümmert sich ums Holz. Mhm. Ja, dann fragt er uns, ob wir vielleicht seinem alten Herrn hier einen Handel vorschlagen wollten. Mhm, mal hören. Klingt schon mal ganz gut. Er war früher ein Gesetzesloser. Mhm, okay.
So, so. Und bevor er gefangen genommen wurde. Ah, interessant. Das sind die meisten Wertsachen, die er erbeutet hatte, die hat er vergraben oder versteckt. Ja, dann zeig uns doch dein Versteck. Er macht, wenn wir das finden, machen wir quasi halbe halbe, um es mal ganz frei zu übersetzen. Ja. In einer alten Ruine im Wald. Ah, dort wo wir vorher waren vielleicht. Da. Ganz genau. Ja, ja. Da gehen wir wieder hin. Dann gehen wir hin und holen aber uns holla. WB, der Master Explorator. Wir gehen nochmal auf die Minimap. Das war hier unten, ne? Nee, es war da. Kampagnenkarte, das muss hier gewesen sein. Das heißt, wir rennen den Weg wieder zurück. Ja, einfach zurück und dann sollten wir automatisch dorthin kommen. Mhm. War ja nicht allzu weit. Nein, die Karte ist klein und übersichtlich. Da. Aber? Und? Wenn du es anklickst? Nee, immer noch dasselbe. Immer noch dasselbe. Und drumherum liegt auch nichts, oder? Hier vielleicht. Das sind nur Zutaten für das Crafting. Hilft uns alles momentan nicht weiter. Vielleicht in der oberen Ruine dort. Die kann man nicht anklicken. Auch nicht. Wir rennen mal den Weg zurück. Vielleicht wird uns jetzt etwas angezeigt oder leuchtet. Er sagte doch im Wald. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu dicht drankommen. Ja. Das ist das Farmhaus. Dort waren wir, hatten die Kräuter gesammelt. Hier waren wir auch schon. Hier drin waren wir noch nicht. Nee. Ob er uns verarscht hat? Können wir ihm trauen? Wem kann man schon trauen heutzutage? Oder haben wir einfach nur irgendetwas falsch verstanden in unserem Übereifer? Unsere Gier nach Gold und Beute. Ja, aber es klang schon verlockend und ernst, was er da sagte. Wir rennen mal auf der anderen Seite des Hauses lang. Hm. Da wäre noch mal jemand. Wir rennen mal den unteren Teil vom Kartenrand lang, wo wir noch nicht waren. Nämlich hier ganz in der Ecke. Ja. Diesen hier. Dann haben wir hier wirklich den Fog of War weitestgehend aufgedeckt. Also ich kann hier nichts entdecken, was... Nein. Nö. Dann geht's weiter mit unseren Kriegsplänen. Dann lass uns hinters Haus schleichen, so wie wir das ursprünglich vorhatten oder uns vorgeschlagen wurde. Und vielleicht von dort aus einen taktischen Vorteil zu genießen. Aber ihr seht schon, ihr hättet wahrscheinlich jetzt noch die Zeit genützt und wirklich bis aufs letzte Grashelmchen den Ort hier abgesucht. Wir machen das jetzt nicht und überlassen das euch. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Ich weiß noch nicht, ob das die Rückseite des Hauses ist. Das sind so Dienstboten oder von den... Da müssen wir noch näher ran. Und das sieht sehr hübsch gestaltet aus, so finde ich. Das stimmt. Gefällt mir echt gut. Ja. Das dürfte die Rückseite sein. Sieht zumindest so aus. Hier schon eher. Ja. Das sind die wir schon mal gesehen haben. Wir pirschen uns langsam näher ran. Lass uns doch einfach mal... Die erwarten mal uns von der Seite, ja. Puh, ist jetzt die Frage, ob wir die ansprechen oder ob wir nochmal drum herum gehen. Was meinst du? Das ist der Feind, auf jeden Fall. Wie können wir die... Hier, wir sollen die doch ausräuchern. Das heißt, wir müssen irgendwo hinkommen. Hier ist was. Was ist das hier? Das sieht aus nach einem Heuhaufen oder dergleichen. Den können wir anstecken. Das wäre ein guter Ort, um ihn anzustecken. Genau, ja, perfekt. Da haben wir es doch. Aslifer gefiel das nicht so gut. Er ist ja nicht so heimtückisch wie wir, also nicht so clever. Ja. Aber nein, wir wollen ein Feuer legen. Nefja will das nicht. Ich finde das gut.
Ja, wir schon. Wir machen einen auf Odysseus, nicht immer ehrenhaft, aber clever. Ja, also dann auf und da brennt es schon. Wie schön. Und was wird da passieren? Okay, das fängt schon an. Ja, das Dach fängt an, Feuer zu fangen, zu brennen. Das Feuer breitet sich aus. Wir hören Stimmen, ängstliche Stimmen. Schreckensrufe gellen. Hilfe, Hilfe, Olli und WB zünden uns an. Und wir haben nichts als ein hämisches Lachen übrig. Und sind im Kampf. Und das Haus brennt. Oha. Oha, welchen Vorteil bringt uns das, dass das Haus brennt? Wahrscheinlich ein Teil der Leute innen drin. Wir sind auf jeden Fall, wir haben, das ist eine interessante taktische Position. Ja, also wir haben jetzt hier auf alle Fälle Engpass, wir haben Deckung, wir haben für Verwirrung gesorgt. Und mit wie vielen Gegnern haben wir es denn zu tun? Ich hoffe mal, dass alle Zuschauer auf unserer Seite sind, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der sagt, ehrenhaft kämpfen ist besser oder ehrenhaft sterben ist im Zweifelsfalle besser als ehrlos zu siegen. Wie seht ihr das, liebe Zuschauer? Eure Kommentare auf YouTube oder bei community.writingbull.de, wie sieht das aus? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen, als wir eine auf Odysseus gemacht haben? Oder seid ihr der Meinung, wir hätten uns eher so verhalten sollen, wie unsere beiden Gefolgsleute im Spiel uns das empfohlen haben? Ehrenvoll, dumm und hilflos. Wie seht ihr das? Postet es bitte. Bitte, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.